Hallo, lieber Fisch, ich begrüße dich nun zu deiner neuen Monatslegung für den April 2023. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du mit dabei bist und so wie immer hoffe ich natürlich auch, dass es dir richtig gut geht. So, ich würde sagen, dass ich dir jetzt erstmal das Kartendeck vorstelle, was du vor dir siehst. Ich verwende heute für dich das Mura-Tarot und so wie immer verwende ich dann ebenfalls auch noch weitere Kartendecks, aber dazu dann später mehr. Ich würde sagen, dass es jetzt auch einfach mal direkt losgeht. Und schau mir also mal, was im April alles auf dich zukommt, lieber Fisch. Bedenke bitte, dass das hier eine ganz, ganz allgemeine Legung ist und nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen. Wenn du jetzt also im April feststellst, es ist nichts eingetroffen, es ist nicht stimmig, dann lass da bitte ganz einfach los. Des Weiteren könnte jetzt wirklich diese Legung für dich interessant sein, wenn du den Fisch im Sonnenzeichen, im Mond, im Aszendent oder auch in der Venus hast. So, ich empfehle generell natürlich immer, sowohl das Sternzeichen anzugucken, als auch den Mond, das Mondzeichen, den Aszendent und auch das Venuszeichen, ne? Schaden kann es nicht, aber das kannst du gerne machen, wie du möchtest. So, Fische. Schauen wir uns das doch mal an, was im April auf dich zukommt. So, April-Fische. Was bringt jetzt der kommende April dem Kollektiv der Fische? Was bringt jetzt der April dem Kollektiv der Fische? Fische April. Okay. Es geht weiter. Fische April. Was bringt jetzt der April dem Kollektiv der Fische? Was bringt jetzt der April dem Kollektiv der Fische? Solltet ihr mein Gemische irgendwie zu lange dauern, du kannst doch gerne vorspulen. Ja? Okay. Fische April, lass uns mal schauen. April Fische. So, noch eine Karte bitte für die Fische. Aprilfische. So, noch eine Karte bitte für das Kollektiv der Fische für den Monat April. Okay. So, die eine Karte, die ist runtergefallen, die hebe ich mal eben auf. So, okay. So, ich würde sagen, dass ich jetzt die Karten erstmal einigermaßen ordentlich jetzt hier für dich ausrichte, damit es nicht ganz so chaotisch aussieht. Und dann legen wir auch schon los mit dem Reading für den Monat April für dich. So, ich beginne, lieber Fisch, mit der Energie jetzt hier für dich unten drunter. Und da kann man sagen, das ist im April deine Hauptenergie. Darum geht es im Großen und Ganzen. Es kann aber ebenfalls auch bedeuten, dass es sich hierbei um verborgene Einflüsse handelt. Lass uns doch mal schauen, lieber Fisch, was du hier also von der Hauptenergie hast im April. Okay, die vier der Schwerter, lieber Fisch, stehen auf jeden Fall für eine Ruhepause. Da geht es um den Stillstand. Es geht darum, dass man sich einfach mal vielleicht auch eine Weile zurückzieht. So viel zum Thema Rückzug, weil die Karte kenne ich schon. Dazu kommen wir dann aber gleich. Also ebenfalls die vier der Schwerter stehen natürlich für, ja, für Heilung. Ja, dass man ebenfalls auch hier jetzt einiges erlebt hat, was sehr, sehr schwierig war, weil vor den vier der Schwerter kommen die drei der Schwerter. Und die drei der Schwerter stehen für Herzschmerz, für Kummer, ja, für etwas emotional wirklich Belastendes, etwas total Trauriges scheint hier also bei dir oder bei einigen von euch passiert zu sein. Und jetzt geht es um wirklich an die Heilung. Ne, die vier der Schwerter stehen für die Ruhepause, sich wieder regenerieren, sich selbst auch irgendwo wieder aufzubauen. Lass mal sehen, was du jetzt hier unten drunter hast. Noch eine vier, okay, die vier der Kelche. Bei den vier der Kelchen, ja, es geht ja eindeutig um eine Pause, ja, und dass man eventuell noch nicht wirklich bereit ist, neue Gelegenheiten zu ergreifen oder ja, irgendetwas Bestimmtes anzugehen, ja, weil hier sehe ich bei dir wirklich erstmal den Rückzug, die Ruhepause, diese eventuelle Zwangspause vielleicht auch, ne? Ich spüre übrigens auch für viele von euch Meditation. Vielleicht könnte das was für dich sein, dass du jetzt wirklich dass du anfängst, mehr zu meditieren, um deine Gedanken zu klären, zum Beispiel, um vielleicht auch innerlich ruhiger zu werden. Ja, weil oftmals ist die Federkelche oder sind die Federkelche, die stehen oftmals ebenfalls auch für die Meditation. Ja, also das ist das, was jetzt hier für einige von euch anstehen kann. Also ich sehe nicht, dass du jetzt,
Also bis jetzt zumindest. Ne? Bis jetzt habe ich wirklich das Gefühl, lieber Fisch, dass du dich noch nicht zu 100% bereit fühlst, um hier ein Angebot anzunehmen, um etwas Neues zu wagen. Ja, also da sehe ich wirklich erstmal eine Ruhepause, sich um sich selber kümmern, seinen eigenen Brunnen, seine eigenen Batterien wieder aufzuladen, seinen eigenen Brunnen zu füllen, wenn du weißt, was ich meine. Wir haben jetzt hier zweimal die vier und die Zahl vier steht für das Zuhause. Ja. Also für das Zuhause, für gewisse Gewohnheiten, für die innere Stabilität, für die gesunde Fest, ja, für eine gesunde Basis, für die Stabilität sozusagen. Also geht es bei dir sehr, sehr stark darum, liebes Fischezeichen, dass du wirklich wieder irgendetwas tust, um wieder in deine innere Stabilität auf jeden Fall zu kommen. Ja? Okay, jetzt lass mal sehen, was jetzt hier alles rausgefallen ist. Ich habe ja auch schon gespoilert und habe gesagt, dass ich die Karte schon gesehen habe. Also, das ist der Eremit. Der Eremit, lieber Fisch, steht auf jeden Fall für Innenschau. Steht für Innenschau und da bekomme ich jetzt zwei Szenarien rein. Also, das erste Szenario wäre, weil es ist ein allgemeines Reading, ja, nicht jeder von euch hat das gleiche Szenario, hat das gleiche Orakel. Andere Botschaften für andere Fischer, wenn du weißt, was ich meine. Das erste Szenario, lieber Fisch, ist einfach, dass du jetzt wirklich beginnst, um einfach mal nach innen zu schauen, um einfach mal zu gucken, okay, was triggert mich, was in mir darf noch geheilt werden, was in mir darf noch erlöst werden, was gibt es da für Themen, die noch nicht wirklich geheilt sind, ja. Also das ist wirklich jetzt nur eine Phase, die hier auf dich zukommt, wo du wirklich nach innen schauen darfst. Das zweite Szenario ist natürlich, dass einige von euch hier eventuell auch dabei sein könnten, wo man sich weigert, nach innen zu schauen. Ja, weil der Eremit, als der jetzt rausgefallen ist beim Mischen, ist sehr leicht umgedreht gefallen. Und wenn der umgedreht so ein bisschen fällt, ist das immer so ein Hinweis, dass man sich ja entweder zu sehr isoliert, dass man sich ja dass man so eine Art Einzelgänger sein könnte, dass man sich zu sehr von anderen abkapselt und oder dass man wirklich sich ja, mehr oder weniger weigert, nach innen zu gehen, dass man ja möglicherweise auch irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht wirklich fähig ist, um nach innen zu schauen. Ja, irgendwie, oder wenn es auch darum geht, dass man ja mehr oder weniger. Dass man sich, na, ich will nicht sagen, dass man sich weigert, nach innen zu schauen, dass man sich weigert, einfach mal in die Stille zu gehen. Das kann unbewusst alles geschehen. Vielleicht denkst du auch, ja, es geht momentan einfach nicht. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss vielleicht auch wirklich einfach funktionieren. Ja, also ich sehe hier wirklich wie eine Art Einzelgängertum so ein bisschen. Ne? Das ist so eine vielleicht auch zu starke Isolation von allen Menschen sozusagen. Aber des Weiteren natürlich spüre ich hier für viele von euch ebenfalls natürlich auch die Innenschau, dass man sich wirklich einfach mal mit sich selber beschäftigt, dass man sich einfach mal, ja, dass man einfach auch mal in die Stille geht. Ne? Okay, lass uns mal weiterschauen. Okay, die Acht der Schwerter. Die Acht der Schwerter stehen natürlich für das, nun ja, für eine gewisse Selbstsabotage. Ja, sie stehen für dieses, ja, diese Illusion, dass man in der Falle ist. Sie stehen so ein bisschen für das Gefühl von Ohnmacht, von Opferbewusstsein. Und das scheint hier bei einigen von euch ebenfalls noch ein Thema zu sein. Ne? So viel zum Thema, man weigert sich nach innen zu schauen. Das habe ich hier so ein bisschen bei einigen von euch. Ja, dass man sich vielleicht auch zu sehr von der Außenwelt, von anderen Menschen abkapselt, dass man ein Einzelgänger wie eine Art ist, vielleicht auch so eine Art wie Außenseiter. Ja, wenig soziale Kontakte und ja, das so dieses Gefühl von ich bin alleine, ich bin einsam, ich habe niemanden. Das könnten einige von euch auch so ein kleines bisschen spüren. Die Acht der Schwerter, das ist auf jeden Fall ebenfalls auch ein verzerrtes, wenn nicht sogar ein verkehrtes Selbstbild, was du von dir selber hast. Ja, okay, wir gucken mal weiter. Die habe ich nämlich schon gesehen, die drei der Kelche. Die drei der Kelche, das ist nun wirklich das Gegenteil von dem, was ich dir bisher erzählt habe. Weil das ist wirklich so dieses, ja, Ausgehen mit Freunden, wieder Spaß haben, auf einer Feier gehen, Dankbarkeit für gute Entwicklungen, mal gemeinsam was trinken gehen, ja, mit Freunden oder mit Menschen irgendetwas unternehmen und sozusagen wieder Spaß zu haben, die Leichtigkeit des Lebens zu genießen. Und da habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass einige von euch sich hier wirklich davor, ich will nicht sagen, davor drücken, aber vielleicht auch schon. Ja, das weißt du jetzt am besten. Ich kenne dich gerade nicht, lieber Fisch. Ne? Also, dass man sich hier wirklich so ein bisschen davor fernhält von gewissen Menschen. Vielleicht ist es auch so, dass du glaubst, ich habe niemanden, niemanden interessiert sich für mich, ich bin Einzelgänger, ich bin total allein. Ne?
Also, was nicht unbedingt der Fall sein muss, weil du hast ja auch irgendwo die drei der Kelche hier im Zentrum des Readings. Ja, also ist das auf jeden Fall schon irgendwo ein entscheidendes oder ein zentrales Thema. Des Weiteren, liebes Fischezeichen, kann es ebenfalls auch sein, dass du jetzt wirklich sagst, hey, ich muss mich einfach mal jetzt eine Weile abkapseln. Ich war jetzt genug unter Menschen gewesen. Ich brauche jetzt einfach mal wieder Zeit für mich. Das kann auch sein. Ja, gut, wir gucken mal weiter. Die Sonne. Okay, die Sonne in Kombination mit den drei der Kelchen sagen mir auf jeden Fall, ja, es geht hier um schöne Zeiten, es geht wieder um lockere Zeit, man hat hier gemeinsam Spaß, man flirtet, man geht wieder auf Party sozusagen, man genießt das Leben, man geht auf soziale Events, auf Konzerte auch eventuell. Entweder ist es wirklich so, dass du dich da diesbezüglich so ein bisschen zierst, dass du da eher sagst, nö, ich wäre lieber alleine. Oder aber nach einer Zeit der Isolation gehst du hier wieder raus. Ne, wie gesagt, allgemeines Orakel, andere Botschaften für andere Fischer. Das ist nämlich auch das, was ich jetzt hier wahrnehme. Also das sind hier wirklich mehrere Szenarien. Ich meine, natürlich werden wir jetzt gleich noch weitere Hinweise bekommen mit den nächsten Kartendecks, aber das ist hier auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön zu sehen. Gut, was haben wir hier? Die Zehnderkelche. Also das sieht ja auf jeden Fall dran, es sieht schon wieder sehr, sehr gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Was ich hier wirklich sehe, ist, dass du hier wieder sehr, sehr viel auch mit der Familie unternimmst oder mit auch sehr, sehr engen Freunden. Weil wir haben hier zweimal die Zahl 4 und da habe ich dir ja vorhin gesagt, dass die Zahl 4 auch für das Zuhause steht, für die Familie. Ja, und wir haben hier die 10 der Kelche, was unter anderem natürlich auch für die Familie steht. Also kann es hier wirklich bedeuten, dass du mal mit deiner Familie unternimmst, dass du wieder mehr Spaß hast, dass du, ja, dass ihr wieder etwas gemeinsam unternehmen, dass ihr vielleicht auch verreist, dass ihr verreist. Auf jeden Fall schöne Zeiten innerhalb der Familie mit Freundschaften oder beides sozusagen, ja. Nach einer Zeit der Isolation, nach einer Zeit des Abkapselns, ja. Aber es kann, wie gesagt, auch sein, dass einige von euch sich davor ein kleines bisschen drücken. Das weißt du jetzt am besten, liebes Fischezeichen, ja? Gut, ich würde sagen, die kommt ein bisschen höher und die Federschwerter kommen jetzt hier mit dazu. Also was ich jetzt hier auch für ein Szenario ganz, ganz deutlich spüre, ist natürlich, ja, du warst in einer Zeit der Isolation, der Melancholie vielleicht auch so ein bisschen, wo du sehr, sehr viel in dir angeschaut hast, wo du sehr viel meditiert hast, wo du sehr viel in die Stille gegangen bist und einfach dir gewisse Dinge einfach angeschaut hast und verarbeitet hast. Rechne hier auf jeden Fall mit Heilung. Rechne hier mit Heilung und rechne, liebes Fischezeichen, ebenfalls auch damit, dass deine Situation sich klärt und dass deine Situation oder deine Phase der Isolation, der Einsamkeit, dass das auf jeden Fall verschwindet. Weil wenn ich mir das jetzt hier so ansehe, die drei der Kelche, die Sonne und die zehn der Kelche, da geht es definitiv nicht um Einsamkeit. Ja? Das ist so eine Energie, wo man wirklich wieder Spaß hat mit den Menschen, die man liebt, mit den Freunden, denen man vertraut und so weiter und so fort, ja? Okay. So, das nächste Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, das ist das Stargazing-Orakel. So, wir gucken mal weiter. Fische April. Was bringt jetzt der Monat April dem Kollektiv der Fische? Fische, Pisces im Englischen. Was bringt jetzt noch der April dem Kollektiv der Fischer? Die ist es. Fischer April, bitte jetzt noch weitere Hinweise für den April. Für das Kollektiv der Fischer habe ich schon gesehen. Ziemlich interessant. Ich bin gespannt, was jetzt noch für weitere Karten kommen für dich im April. April Fische, bitte weitere Hinweise für das Kollektiv der Fische für den Monat April. Sehr gut. Das ist eine durchaus positive Karte. Fische April, was kommt noch im April auf die Fische zu? Bitte noch einen deutlichen Hinweis für die Fische im April. Okay, wow. Damit muss ich anfangen. Gut, also du hast jetzt zum einen, die Karte habe ich schon gesehen. Diese habe ich gerade gesehen und diese auch. Deswegen würde ich sagen, dass ich jetzt mit den beiden Karten erstmal anfange. Wir haben hier bei dir erst einmal das achte Haus und wir haben bei dir den Herrscherplanet des achten Hauses und das ist der Pluto. Also, liebes Fischezeichen, es wird jetzt hier einiges gewandelt werden. Und ich habe da wirklich den Eindruck, dass deine Situation der Einsamkeit, der Isolation, der Traurigkeit,
Depression vielleicht auch so ein kleines bisschen, ja. Des Rückzugs, des Einzelgängertums so ein kleines bisschen. Ich habe das Gefühl, das wird auf jeden Fall gewandelt werden, weil du siehst ja hier wirklich den Genuss wieder. Den Genuss, die Leichtigkeit, den Spaß am Leben sozusagen. Und ebenfalls auch das komplette Gegenteil von Einsamkeit, ja. Es ist wie, als ob du wirklich beginnst, hey, ich gehe jetzt einfach wieder mehr raus, ich habe mich lange genug zurückgezogen, ich war lange genug einsam zu Hause vor dem Fernseher vielleicht oder habe auf der Couch gelegen, keine Ahnung. Und nun sieht man hier wirklich eindeutig, du gehst hier wirklich wieder raus mit Freunden, mit deiner Familie, ne, dass ihr einfach gemeinsam etwas unternehmt. Des Weiteren natürlich Pluto, achte Hausenergie. Es geht hier wirklich um eine sehr, sehr tiefe Transformation. Es ist so dieses Stirb- und Werde-Prinzip. Nichts bleibt mehr so, wie es war. Etwas geht zu Ende, etwas Neues beginnt irgendwo natürlich auch, ja. Es ist eine Zeit der Erholung, der Regeneration, ne, das achte Haus und Pluto passt also irgendwo auch ganz gut zu den vierten Schwertern. Weil die vierte Schwerter ist natürlich auch die Energie der Regeneration, der Erholung, der Pause, ja, der Heilung sozusagen. Und das ist im Prinzip auch genau das, was da gerade stattfindet, ne? Also, was ich eben wahrnehme, lieber Fisch, ist einfach, dass es durchaus sein kann bei einigen von euch, dass ihr wie eine Art Erholung ebenfalls auch brauchtet. Ihr brauchtet diesen Rückzug, diese stille Phasen, diese notwendige Isolation auch irgendwo so ein bisschen, ja? Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass sich das auf jeden Fall ändert. Ne, auch wenn du jetzt sagst, nö, Einsamkeit kann niemand gebrauchen, ich will das nicht, ne, dann ignoriere das ganz einfach. Aber hier, bei dir jetzt hier mit dieser Legung, habe ich jetzt wirklich das Gefühl, diese Ruhepause, diese Erholung brauchst du, beziehungsweise hast du gebraucht, ja? Die Karte habe ich jetzt auch schon gesehen, deswegen würde ich sagen, dass ich damit jetzt weitermache. Das ist jetzt hier der pinke Mond. Also es geht hier auf jeden Fall um neue und ebenfalls um aufregende Gelegenheiten, die sich dir ebenfalls nun bieten. Neue Gelegenheiten im Bereich Freundschaften, im Bereich wieder Lebensgenuss, Lebensfreude. Ebenfalls auch, wenn es darum geht, etwas Bestimmtes möglicherweise zu erreichen. Ja, die Karte steht für Reife, für die Fülle ebenso auch, für Fruchtbarkeit, ja. Also hier sieht man auf jeden Fall, liebes Fischezeichen, dass du nun wirklich beginnst, neue Wege auch irgendwo zu gehen, neue Gelegenheiten zu ergreifen oder ganz allgemein wirklich neue Wege zu gehen für dich. Ja, du entscheidest dich hier wirklich neu, habe ich das Gefühl. Das Blatt wendet sich hier. Das ist das, was ich hier sagen kann. Das Blatt wendet sich. So, die Karte, die du jetzt hier unten drunter hast. Da haben wir dich. Das sind jetzt hier die Fische, Pisces. Also hier geht es auf jeden Fall um dich natürlich. Es geht um deinen persönlichen Transformationsprozess, dein persönlicher Heilungsprozess natürlich auch irgendwo. Aber Fische, da geht es generell ebenfalls auch um die Emotionen. Es geht um Visionen, es geht um deine Träume, es geht natürlich um Heilung. Also hier zum einen habe ich das Gefühl, ja, es geschieht hier auf jeden Fall Heilung, ja. Einige von euch, ihr wart wirklich, ihr habt euch geflüchtet. Vor Menschen möglicherweise auch. Ihr habt euch zu Hause eingeigelt. Ne, auch so ein kleines bisschen, das kann durchaus sein. Des Weiteren steht Fische ebenfalls auch so ein bisschen für Verwirrung und Illusionen. Aber diesbezüglich bekomme ich jetzt erstmal keine weiteren Botschaften. Da muss ich mal gucken, was jetzt diese Karte sagt und ebenfalls dann auch noch die anderen Karten. Ja, auf jeden Fall kann man hier wirklich sagen, hier geht es eindeutig um deine Visionen, deine Träume, die du hast. Es geht um deine sehr, sehr empathischen Fähigkeiten sozusagen, weil du bist Sternzeichen Fische und Fische sind ja generell sehr, sehr verdammt intuitiv unter anderem, ja. Okay, lass mal sehen. Wie geht es jetzt hier weiter? Dann, och, guck mal. Die Sonne, hier die Sonne, da die Sonne, auf jeden Fall. Also es geht hier. Ja, es kommen hier definitiv sehr, sehr vielversprechende, sehr, sehr positive Gelegenheiten auf dich zu. Rechne hier auf jeden Fall damit, dass deine Dunkelheit, deine düstere Phase auf jeden Fall hier zu Ende geht. Das wird sich ab April ändern. Ab April, liebes Fischezeichen, wird sich deine dunkle Phase wandeln. Eindeutig. Du gehst wieder mehr raus. Du hast dich lange genug zurückgezogen, lange genug eingeigelt. Das ist auf jeden Fall das, was man hier wirklich sehen kann. Ja. Beziehungsweise habe ich auch so ein bisschen das Gefühl jetzt für diejenigen unter euch, die wirklich bisher sich gewisse tiefe Themen nicht anschauen wollten, die du möglicherweise auch verdrängt hast, habe ich das Gefühl, dass du irgendwann nicht mehr davor flüchten kannst, weil sich diese Themen jetzt nun wirklich sehr, sehr präsent zeigen werden. Ja, damit hier einiges geheilt wird, damit einiges aufgearbeitet wird. Ne, das ist auch das, was ich hier fühle. Okay, so, Fische, es geht weiter mit dem nächsten Deck. Und ich verwende jetzt für dich das Engel-Tarot von Doreen Virtue.
Also sehr, 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 sehr spannend. Ja, also was ich hier wirklich bei dir sehe, ist, dass du durch einen Reifeprozess gehst oder beziehungsweise durch einen Reifeprozess gegangen bist, durch einen Wachstumsprozess, wo wirklich sehr viel Schmerz auch irgendwo dabei war, ja? Aber die Leichtigkeit, die Lebensfreude, das Glück, das Leben genießen, der Lebensgenuss sozusagen, kommt auf jeden Fall auch wieder zurück. Und ebenfalls natürlich auch wieder diese Lust, wieder mehr rauszugehen, wieder etwas mit Freunden zu unternehmen, etwas mit der Familie unternehmen, ne? Das kommt ja auf jeden Fall wieder. Bei einigen von euch, ihr wart wirklich in einer sehr, sehr depressiven Phase. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Es kann doch wirklich bedeuten, dass da irgendetwas passiert ist, liebes Fischezeichen, wo du wirklich die Zeit für dich brauchtest, um das zu verdauen, um das zu verarbeiten. Was auch immer das ist. Zum Beispiel der Verlust eines geliebten Menschen. Oder zum Beispiel vielleicht auch eine Trennung von einem geliebten Menschen. Ja, dass sich jemand von dir getrennt hat oder du hast dich getrennt. Sowas in der Richtung, das sehe ich hier. Das wird aber aufgearbeitet. Es kommt auf jeden Fall die Lebensfreude wieder zurück, die Lust am Leben, der Sinn für Gemeinschaft, deine Abenteuerlust. Ja, also es sieht richtig gut aus. Ne? So, es geht weiter. Fische. Fische, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Fische, was bringt jetzt der kommende April noch dem Fisch? Fische April, bitte weitere Hinweise für das Kollektiv der Fische. Für den Monat April. Eine Karte bitte noch. Eine Karte noch für die Fische. Dankeschön. Ach schön. Ach wow. Okay, also ich würde sagen, dass ich jetzt einfach mal erstmal die eine Karte aufhebe, die runtergefallen ist. So, jetzt muss ich erstmal ganz gucken wegen der Reihenfolge. Du kamst dahin. Okay, ich beginne jetzt erstmal mit dem Ritter der Stäbe bzw. des Feuers, den du hier hast. Dieser ist leidenschaftlich, abenteuerlustig, selbstsicher und ruhelos. Also, ein plötzliches Ereignis erfordert unmittelbare Aufmerksamkeit. Schnelles Handeln ist gefragt, trotzdem gründlich nachdenken. Da habe ich jetzt eigentlich eher das Gefühl, wenn du es nicht durch Zufall mit so jemandem zu tun hast. Ich spüre hier übrigens sehr, sehr starke Löwe-Energie durch die Sonne, ne? Weil die Sonne ist der Herrscherplanet vom Löwen. Ich spüre hier ebenfalls auch Skorpion-Energie. Vielleicht hast du es mit solchen Sternzeichen eventuell zu tun. Oder du selber bist Aszendent Löwe oder hast Mond im Skorpion, ne? Das weißt du jetzt am besten. Aber was ich hier wirklich bei dir sehe, liebes Fischezeichen, ist deine Abenteuerlust, deine Leidenschaft, deine Spontanität, deine Lust am Leben, deine Leidenschaft, das kehrt wieder. Das kommt hier auf jeden Fall wieder. So, dann haben wir hier für dich die Liebenden, Erzengel Raphael, und da spüre ich wirklich Heilung des Herzens. Weil Erzengel Raphael ist natürlich der Heiler unter den Erzengeln. Also hier geschieht auf jeden Fall eine sehr, sehr tiefe Heilung von Körper, Geist und Seele und ebenfalls auch Heilung deines Herzens. Heilung von, ja, von deinen Gefühlen sozusagen. Emotionale Heilung kann man hier ebenfalls sagen. Aber es geht hier um innige Liebesbeziehungen, prüfe deine Entscheidungen sorgfältig, gute Gesundheit, ja? Also da habe ich wirklich das Gefühl, lieber Fisch, falls du irgendwelche körperlichen Symptome gehabt haben solltest oder immer noch hast, dann sehe ich auf jeden Fall, dass du diesbezüglich wieder positiver wirst, dass du aufhörst, damit alles schwarz zu denken, vom Schlimmsten auszugehen, weil ich sehe hier durchaus wieder eine positive Grundeinstellung diesbezüglich. Des Weiteren denke ich ja auf jeden Fall auch, ja, es geht um eine Erholung, sowohl auch emotional gesehen, spirituell gesehen, ja, ätherisch, wenn du es so möchtest, ne? Des Weiteren kann es ebenfalls auch sein, dass jetzt ebenfalls Verbindungen, egal ob jetzt in der Liebe oder familiär oder freundschaftlich, da sehe ich hier wirklich den Unternehmergeist oder die Unternehmungslust, ne? Also es kann hier wirklich bedeuten, dass du mit den Menschen, mit denen du eine sehr, sehr enge Verbindung hast, dass du wirklich beginnst, wieder mit diesen, ja, dass ihr einfach wieder Spaß habt. Dass ihr wieder gemeinsam etwas unternehmt, das Leben genießt, was trinken geht, ins Kino geht, irgendwas unternehmt oder in Urlaub fahrt. Ne? Also sowas in der Richtung, liebes Fischezeichen, sehe ich hier auf jeden Fall. Ja. Natürlich kann auch ein Ritter des Feuers für dich wichtig sein. Vielleicht ist dein Gegenüber Skorpion. Löwe spüre ich, Widder oder Schütze kann auch sein. Ne? Aber ich spüre hier vom Sternzeichen schon eher jemand, der durchaus sehr, sehr leidenschaftlich ist. Das kann jetzt wirklich Löwe sein. Spüre ich hier extrem, aber auch Skorpion spüre ich. Ne? Ja, es kann auch Zwillinge sein, weil die Liebenden ist zuständig für Zwillinge sozusagen im Tarot. Ja, okay. Wir gucken mal weiter. Unten drunter haben wir jetzt hier für dich
Die fünf der Luft. Okay. Eine unkluge Wahl. Lerne, was du nur kannst aus dieser Situation. Überdenke die Motive von allen Beteiligten. Okay, die fünf der Luft sind die fünf der Schwerter und das ist, lieber Fisch, eine nicht ganz so schöne Energie, weil hier geht es wirklich um Konflikte, es geht möglicherweise auch um Feindseligkeiten, es geht um dieses Gewinnen wollen um jeden Preis. Kann jetzt also wirklich bedeuten, lieber Fisch, dass du es hier wirklich mit jemandem zu tun hast oder hattest, wo es hier Feindseligkeiten gab, wo es wirklich, vielleicht ist dein Gegenüber narzisstisch veranlagt. Ne, also hier sehe ich wirklich, dass du dich von so etwas auf jeden Fall erholst. Ne? Das scheint hier wirklich jemand zu sein, mit dem du hier fest zusammen bist oder warst. Da gibt es hier wirklich, auf Deutsch gesagt, möglicherweise einfach Krieg. Ne? Oder gab es. Und da sehe ich auf jeden Fall, dass du da wirklich dich davon sozusagen wirklich erholst. Und ich habe das Gefühl, lieber Fisch, dass einige von euch es hier wirklich mit einer Art Narzissten zu tun gehabt haben. Und da sehe ich auf jeden Fall, ja, du beginnst auf jeden Fall wieder dich davon zu erholen. Ne? Das scheint hier wirklich jemand zu sein, der hat dich, der wollte dich, der wollte dich unten halten, der wollte nicht, dass du rausgehst, der wollte nicht, dass du etwas mit Freunden unternimmst, der wollte am liebsten wahrscheinlich ein liebes Hausmütterchen, ne, das sich für die, was sich um die Familie kümmert, was immer nur zu Hause ist, putzt und so weiter. Also das muss ich leider sagen, lieber Fisch, das spüre ich hier so ein bisschen bei einigen von euch. Ja, dass du es hier wirklich mit so jemandem zu tun hattest und nun beginnst du wirklich, dich hier zu erholen und vor allem lernst du auch, lieber Fisch, dich nicht mehr kleinkriegen zu lassen. Also beziehungsweise du erkennst, dass das, was dieser jemand dir angetan hat oder dir an den Kopf geknallt hat, du erkennst nun für dich, dass das nichts mit der Wahrheit zu tun hat. Ne? Also ich sehe ja wirklich, du holst dir deine Kraft auf jeden Fall zurück. Sollte das bei dir ein Szenario sein? Wie gesagt, allgemeines Orakel, ne? So, dann haben wir für dich, das ist jetzt hier die Karte der Balance. Erzengel Zadkiel. Bedürfnis nach Ausgeglichenheit und Mäßigung. Zusammenarbeit und Kompromisse. Warte auf den perfekten Zeitpunkt. Okay, es kann also wirklich sein, lieber Fisch, dass du in Bezug auf irgendeine Unternehmung auf den richtigen Zeitpunkt wartest. Dass du vielleicht auch noch nicht zu 100% bereit bist, dich auf irgendein riskantes Abenteuer einzulassen. Aber generell spüre ich eher mit dieser Karte, dass es wirklich um Ausgleich geht. Ne, zum Beispiel ist es so, dass du jetzt lange Zeit wirklich zu Hause warst, dass du lange genug einsam warst oder allgemein, dass du dich naja, von der sozialen Welt so ein bisschen abgekapselt hast. Da sehe ich auf jeden Fall, dass du jetzt wirklich wieder das Bedürfnis hast, etwas zu erleben, Spaß zu haben, auf Partys zu gehen, auf soziale Events zu gehen, zu Geburtstagen zu gehen, wieder mehr unter Menschen zu sein. Das ist auf jeden Fall genau das, was ich hier bei dir sehe. Ja? Okay, was haben wir hier? Die Sechs der Luft. Die Sechs der Luft kommt natürlich nach der Fünf der Luft. Ja, also was auch immer jetzt hier dein Kampf war, was auch immer jetzt hier für Konflikte sind oder gewesen sind, ja, es geht hier wieder aufwärts, das Ende einer schwierigen Situation, einer Reise. Also, lieber Fisch, entweder ist es so, dass du wirklich verreisen möchtest, mit deiner Familie, mit deinen Freunden, dass ihr einfach gemeinsam etwas unternimmt, zum Beispiel auch einen Trip, ne, zum Beispiel irgendwelche Besichtigungen. Zum Beispiel, aber generell kann man hier wirklich sagen, hey, es geht hier wieder aufwärts. Es geht nun auf zu neuen Ufern. Deine schwierige Situation geht hier auf jeden Fall vorbei. Ich mache dir nichts vor, lieber Fisch. Es kann wirklich auch noch bedeuten, dass die ein oder andere krasse Herausforderung auf dich wartet. Ja, dass es dann nochmal ans Eingemachte geht, was die Heilung angeht, was gewisse Gefühle angeht, an Trauer zum Beispiel. Ne? Es kann dann nochmal einiges kommen. Aber trotz allem, ab April kehrt die Lebensfreude, deine Positivität, dein Optimismus, das kehrt hier wieder zurück. Das ist eindeutig zu sehen. Ja, weil du jetzt einfach auch sagst, ich habe keinen Bock mehr, so weiterzumachen. Ich habe Lust, etwas zu unternehmen. Ich habe Lust, mich der Welt zu zeigen, rauszugehen, unter Menschen zu gehen. Und ich habe Bock auf Abenteuer, auf Party vielleicht auch so ein bisschen. Ja, das sehe ich auch bei einigen von euch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hast du dir auch auf jeden Fall verdient. Ja, das kann ich jetzt nicht anders sagen. Das hast du dir auf jeden Fall verdient. Okay, also hier sieht man eindeutig bei dir, es geht hier wirklich aufwärts. Es wird leichter werden, auch wenn du vielleicht die Hoffnung verloren hast. Es wird auf jeden Fall leichter werden. Natürlich kommt es auch immer darauf an, was du daraus machst. Ja, weil du hast auch irgendwo einen freien Willen. Okay, das vorletzte Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, ist das Angels, Gods and Goddesses Tarot. Orakel, Entschuldigung. Orakel. Okay.
Was auch sein kann, das kann jetzt aber im seltenen Fall sein, sollte es zwischen dir und deinem Gegenüber, wer auch immer das ist, mit dem du hier sozusagen im Krieg warst, wo es sehr, sehr derbe Konflikte gab, wo man sich Schuldzuweisungen an den Kopf geknallt hat, wo man sich bekriegt hat, sozusagen, habe ich auch da das Gefühl, das kann auch wieder besser werden. Ja, aber das ist, nun ja, das kann jetzt hier der seltene Fall sein. Ne, du musst mal gucken, wie es passt und ob das dann auch alles passiert, ne? Die Balancekarte, was im Nomaterot die Mäßigkeit ist, steht übrigens auch für Heilung. Ja? Also hier geschieht auf jeden Fall eine emotionale Heilung. Vielleicht auch direkt körperlich, auch das kann sein. Oder beides. Ne? Also deine Abenteuerlust kehrt auf jeden Fall zurück. Mach was draus, lieber Fisch. Mach hier was draus. Nutze diese Energien. Ja? Wenn du dir jetzt wirklich sagst, ich habe darauf keinen Bock mehr, ich habe Lust, unter Menschen zu gehen, dann mach das, dann zögere nicht. Ja? Die geistige Welt, der Kosmos, hilft denen, die sich selbst zu helfen wissen. Die selber aktiv werden, die zeigen, dass sie es wollen. Gut. Fische April. Noch ein paar Botschaften für das Kollektiv der Fische im April. April Fische. Und jetzt noch weitere Hinweise. April Fische. Noch eine Karte hätte ich gerne für das Kollektiv der Fische. Dankeschön. So, unten drunter hast du, das ist die Göttin der Schönheit. Ja, also da habe ich wirklich das Gefühl, dass du wirklich wieder das Bedürfnis hast, dich wieder schön zu machen, wieder etwas rauszuholen aus deinem Typ, weil einige von euch habe ich wirklich das Gefühl, ihr wart hier lange Zeit wirklich eine Art Mauerblümchen. Ihr habt nichts mehr aus euch gemacht, ihr habt euch vielleicht auch auf Deutsch gesagt hängen lassen. Ja, da sehe ich ja auf jeden Fall wieder, dass du sagst, nö, jetzt reicht's. Ich sorge wieder dafür, dass ich mich in mir selber wohlfühle, dass ich genau die Kleidung trage, die mir liegt, die mir gefällt zum Beispiel ebenfalls auch, dass ich meine Haare richtig schön mache. Ja, und ebenfalls sagt mir diese Karte ebenfalls auch auf jeden Fall, dass du dir jetzt wirklich sagst, hey, auch wenn mich andere wie Dreck behandelt haben, sagt das nichts über mich aus. Ja, weil es geht wirklich darum, dass du wieder damit beginnst, dich mit dir selber wohlzufühlen. Dass du trotz allem, was dir hier angetan wurde, lieber Fisch, dass du trotzdem sagst, hey, ich bin trotzdem liebenswert. Nur weil dieser jemand mich scheiße behandelt hat, bin ich trotz allem schön oder bin ich trotz allem liebenswert? Ja, das ist auf jeden Fall das, was ich hier ganz, ganz klar ebenfalls erkennen kann, weil du bist wundervoll, so wie du bist. Da gibt es nichts daran zu verändern oder zu auszubessern. Ja, du bist toll, so wie du bist, auch wenn du das Gegenteil erfahren hast. Ja, das hat nichts über dich auszusagen. Ja, gut, was haben wir hier? Das ist der Engel der Führung. Also, hier kommt auf jeden Fall, ich hatte das Gefühl, das, was hier auf dich zukommt, das ist ja wirklich vorherbestimmt. Du wirst ja auf jeden Fall in eine bestimmte Richtung geführt. Das sagt mir nämlich auch der pinke Mond hier. Weil hier wurde nämlich auch gesagt, dass man nun die ersten Schritte unternimmt in eine neue Richtung. Und das ist genau das, was ich bei dir sehe. Du machst nun die ersten Schritte für dich in eine neue Richtung. In eine Richtung, wo du dich wieder mehr wohlfühlst, wo du wieder mehr das Leben genießt, wo du wieder mehr Spaß hast, wo du wieder mehr, ja, wieder mehr unternimmst mit deinen Freunden und so weiter, was ich dir ebenfalls alles schon gesagt habe. Ja, also hier wird sich auf jeden Fall etwas für dich manifestieren, neue Wege, du bekommst hier auf jeden Fall Führung, ja. Okay, dann haben wir hier für dich der Engel der Finanzen. Okay, es kann eben so sein, dass ich jetzt nun wirklich auch deine Finanzen verbessern werden oder beziehungsweise, dass du jetzt auch in eine Richtung geführt wirst, die hier für dich vorbestimmt ist. Ne? Es kann ebenso auch bedeuten, lieber Fisch, dass du hier wirklich in einem Job warst oder bist, wo du einfach, ja, dich kreativ nicht ausdrücken kannst, wo du einfach dich nicht wohlfühlst. Das kann sich ja ebenfalls auch ändern. Und diesbezüglich wirst du hier mit hoher Wahrscheinlichkeit geführt, ja, zu einem Job oder zu deiner Berufung, wo du wirklich das Geld verdienst, was du verdienst, ja, was dir zusteht, auf Deutsch gesagt. Also diese Karte sagt ja ebenfalls auch aus, dass du jetzt wieder mehr das genießen darfst, was du ebenfalls auch empfängst. Also dankbar sein für das, was du bereits hast, auch finanziell gesehen. Ja, okay. Das letzte Kartendeck, lieber Fisch, da muss ich mal gucken, was ich jetzt verwende.
Ich verwende jetzt für dich, das ist das magische Orakel der Feen von Doreen Virtue. Okay, du hast ein sehr, sehr tolles Reading, ja? Eine durchaus positive Wende. Das kann man hier wirklich eindeutig sagen. Eine durchaus positive Wende. Hier wird ein Zyklus eindeutig beendet. Okay, Fische. Noch ein paar letzte Botschaften bitte für die Fische im Monat April. Aprilfische. Was ich jetzt ebenfalls auch wahrnehme, ist, okay, die Karte deute ich gleich. Was ich jetzt ebenfalls auch wahrnehme, ist, dass einige von euch auf jeden Fall schon seit längerem das Gefühl haben, ich will endlich mal raus, aber ich weiß nicht wie und es wird keine Möglichkeiten geboten. Ich will einfach raus und ich will, dass sich was verändert. So dieses fast schon Betteln so ein bisschen, ja. Das ist jetzt nicht böse gemeint, um Gottes Willen, ich kenne das ja selber von früher, ne? Dass man einfach will, auch hoffentlich ändert sich doch endlich was. Ich will endlich wieder raus. Ich will mein Leben genießen. Liebes Fischezeichen, dann lass dir jetzt bitte gesagt sein, ab April kommt hier eine Möglichkeit auf dich zu, eine Führung, eine Inspiration, etwas Bestimmtes tun zu müssen. Ja, dann mach das auch. Also so nehme ich das wirklich für dich wahr. So ein dringendes Gefühl. Oh, auf dieses Event muss ich gehen. Oh, da muss ich jetzt wirklich, auf diese Geburtstagsfeier muss ich wirklich gehen. Diesen Kurztrip mit meiner Familie, den muss ich machen. Wenn du so ein Gefühl hast, liebes Fischezeichen, dann mach das auch. Das hat hier etwas zu sagen. Ja? Okay. Und ich werde da jetzt gerade daran erinnert, das kann ich dir mal ganz, ganz kurz verraten, etwas Privates von mir. Wenn es dich nicht interessiert, kannst du auch gerne vorspulen. Bei mir war es damals so, das war 2016. Da habe ich jetzt noch in meiner alten Heimat gewohnt. Und da war es dann so, dass da ein Event war auf einer Burg, also so ein Burgfest, so ein Mittelalterfest und so weiter. Ich liebe ja Mittelalterfeste. Und da hatte ich wirklich das Bedürfnis, dahin gehen zu müssen. Ich war auch verabredet mit einer Freundin, ne? Und da habe ich wirklich, da war ich diesbezüglich richtig euphorisch. Ich hatte richtig Lust, dahin zu gehen. Und ich musste das unbedingt machen. Weißt du, das war so ein dringendes Gefühl. Ich muss das jetzt machen. Und da, erstens mal davon abgesehen, dass dieser Abend, dieser Tag auf jeden Fall richtig, richtig toll war, dass ich mich unglaublich wohl gefühlt habe, war es natürlich auch so, dass ich meinem jetzigen Partner begegnet bin und wir jetzt oder seit da an zusammengekommen sind. Ja, also da kann man wirklich sagen, ich habe durchaus, kann man sagen, meinen Seelenpartner gefunden. Ja, da kann man sagen, ich habe da auf diesem Fest meine Liebe gefunden. Weil es zu dem Zeitpunkt, ab dem Zeitpunkt wirklich für mich jetzt vorgesehen war. Das könnte ich dir mal kurz erzählen. Und so eine Art, sowas in der Richtung, wird auch einigen von euch hier passieren. Ja, das ist das, was ich jetzt hier richtig krass fühle bei euch. Oder für dich. Für euch. So, Fischer. Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Das ist etwas, was feststeht, was hier geschieht. Ja. Oh, warte mal. Ich habe mich noch eigentlich gar nicht konzentriert. Veränderte Ernährung kann jetzt also auch für dich eine Rolle spielen, dass du deine Ernährung veränderst. Aber jetzt fange ich erstmal an, mich wieder zu konzentrieren. Okay, Fische April. Was bringt jetzt der April noch dem Kollektiv der Fische? Bitte jetzt noch weitere Hinweise. Für das Kollektiv der Fische. Sonne, Mond, Aszendent, Venus, Fische. Noch eine Karte bitte für das Kollektiv der Fische. Okay, da kommt der Stopp. So, die eine Karte habe ich ja schon gesehen, beziehungsweise die beiden. Ich fange an. Also, du hast ja als erstes die Karte der Schwangerschaft. Die Geburt eines Kindes bringt dir und der Welt einen großen Segen. Kann also jetzt hier bedeuten, dass du vielleicht wirklich schwanger bist, dass da die Geburt ansteht im April. Des Weiteren kann es ebenfalls auch bedeuten, dass einige von euch möglicherweise schwanger waren und dass du deswegen mehr oder weniger dazu gezwungen bist oder warst, zu Hause zu bleiben. Ja, und dich mehr um das Kind zu kümmern. Und dass du jetzt einfach sagst, hey, ja, ich bin zwar Mutter, aber ich habe trotzdem Bock, wieder rauszugehen und Spaß zu haben. Das kann zum einen wirklich sein.
Aber Schwangerschaft, da geht es ja auch immer um Fruchtbarkeit. Die Zeit ist reif für etwas. Es geht um Wachstum und ebenfalls auch schwanger gehen mit einer Idee, mit einem Projekt sozusagen. Etwas Neues wird hier auf jeden Fall geschehen, kann man sagen, ne? Weil eine Art Schwangerschaft, das ist ja auch etwas Neues, was dann sozusagen herauskommt. Ja, das ist ein kompletter Neubeginn, etwas Neues. Also muss das jetzt nicht unbedingt wortwörtlich gemeint sein. So, dann habe ich jetzt hier die Karte für dich. Bitte gedulde dich. Worum du bittest, das wird geschehen. Hab Geduld, weil zunächst unvorhersehbare Faktoren auftreten müssen. Also, liebes Fischezeichen, das, worum du hier wirklich bittest. Was ich dir jetzt hier alles erklärt habe. Wann wird es endlich besser? Wann habe ich endlich wieder mehr Spaß? Wann habe ich endlich die Möglichkeit, wieder mein Leben zu genießen, mal wieder zu verreisen, Party zu machen, zum Beispiel ebenfalls auch? Dann habe ich hier wirklich das Gefühl, diesbezüglich habe ich hier auf jeden Fall Geduld. Es wird geschehen. Deine Bitte wurde erhört und das, worum du gebeten hast, wird ja auf jeden Fall geschehen. Allerspätestens im Sommer. Ja, weil du hast ja durchaus sehr, sehr starke Sommerenergie. Wir haben hier gelb, da ist gelb, also wirklich die warmen Jahreszeiten. Frühling, Sommer habe ich bei dir wirklich im Gefühl. Aber ich will das jetzt nicht von irgendwelchen Zeiten abhängig machen. Ja? So, dann erstmal die Karte jetzt hier für dich unten drunter. Da haben wir für dich die Ferien, ganz genau. Passt also, dass du wirklich ab April oder dass einige von euch im April wirklich jetzt verreisen, mehr Spaß haben, ins Warme sozusagen, am Strand, Malediven vielleicht, ne? Und dass da trotzdem die Karte Ferien ist für mich auch immer so Erholung. Es geht um Erholung, es geht um Auftanken. Also falls du nicht verreist, liebes Fischezeichen, dann geht es wirklich darum, dass du andere Wege findest, um dich zu erholen, um wieder Kraft zu tanken, um Spaß zu haben. Es kann auch wirklich bedeuten, dass man einfach nur, in Anführungszeichen, übers Wochenende wegfährt, um da einfach mal wieder, ja, bei sich selber auch irgendwo anzukommen. Ja? Du findest deine Antwort während einiger Urlaubstage in einem Retreat oder bei einem Wochenendausflug. Ja, das passt auch ganz gut mit einem oder im Rückzug, weil du hast ja Rückzugsenergien trotz allem. Also kann es jetzt hier lediglich ebenfalls auch für dich bedeuten, lieber Fisch, dass du wirklich Zeichen bekommst und Führung, während du dich hier wirklich zurückziehst und einfach dich auch so ein bisschen vor der Menschen, nicht vor der Menschheit, vor Menschenmassen so ein kleines bisschen zurückziehst, weil du Klarheit finden möchtest, weil du wieder in deine Kraft kommen möchtest. Auch das Szenario kommt hier möglicherweise für einige von euch in Frage. Ne, wie gesagt, das weißt du jetzt am besten. Es ist ein allgemeines Reading, weil bei einigen von euch habe ich da jetzt schon so ein bisschen das Gefühl, ich habe momentan so nach dem Motto, ich habe keinen Bock auf Menschen. Ich will es einfach mal für mich sein. Ja, das kann auch sein. Gut, jetzt haben wir hier für dich die emotionale Heilung. Ganz genau. Heile dein Herz von altem emotionalen Schmerz und du wirst neue Segnungen und Liebe empfangen. Also hier geschieht auf jeden Fall eine Heilung deiner Emotionen. Hier wird etwas verarbeitet werden. Wir haben hier Erzengel Raphael, da geht es ja auch nochmal um Heilung. Und bezüglich dieses Prozesses, liebes Fischezeichen, hab hier auf jeden Fall Geduld. Hab hier Geduld. Du machst hier auf jeden Fall Fortschritte. Du machst Fortschritte in deiner Heilung. Ja. Okay, mehr Botschaften habe ich jetzt nicht für dich. Ich wünsche dir ein sehr, sehr tollen April. Ich danke dir ganz, ganz doll fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Tschüss.